So, und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation zu einer neuen Folge Train Sim World. Hier mal wieder mit mir, dem Bio. Wir sind auf der Karte Mein Spessart Bahn unterwegs, dem ja, neueren DLC für den Train Sim World. Und das Ganze fahren wir heute mit einem ja, Regionalexpress Richtung, von Gemünden. Ich weiß gar nicht, wohin wir eigentlich fahren. Das wird mir auch, glaube ich, gar nicht angezeigt, ne? Karte? Nö, er zeigt uns nur, von wo wir fahren, nach wo wir fahren. Wir fahren nämlich hier runter. Schauen wir mal kurz. Das ist hier der Bahnhof. Das ist der Weichenwinkel. Ja, das ist eine gute Frage. Ach genau, jetzt hat er uns wieder zurückgesetzt hier. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Bahnhof hier? Ist das hier Spessart? Nein, ne? Ich habe keine Ahnung. Wo wir hinfahren, das ist natürlich mal wieder eine super Sache. Auftrag. So, willkommen in Gemünden. Ach, Aschaffenburg fahren wir. Okay, mit Halt in Lohr Bahnhof und Heigenbrück. Man sollte natürlich auch lesen, was im Logbuch steht. Ja, also Aschaffenburg und das Ganze wollen wir heute mal probieren mit der PCB und der SIFA. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ohne Fehler selbstverständlich. Aber ja, da bin ich noch ein bisschen zu optimistisch wahrscheinlich. Erstmal werden wir natürlich hier die SIFA-Sicherung einmachen. Wir werden mal gucken, hier unten ist die PCB aus, die werden wir auch anmachen. Somit haben wir hier zumindest schon mal alles an und aus. Batterie ist soweit fertig und was haben wir hier hinten noch? Hier hinten haben wir den PCB-Modus O. Das passt. Ihr seht, ist alles aktiviert. Richtungswender nach vorne. So, Spitzensignale reduziert. Ja, das passt auch. Und wir lösen dann erstmal, wenn wir die Bremsschlüssel aktivieren, lassen die Fahrgäste einsteigen und sind somit fahrtüchtig. Ja, dieses Add-on kostet auch irgendwas sowas mit 30 Euro. Ist natürlich schon ein Happenpreis, ne? Muss man schon mal lassen. Aber so in der Regel passen sich ja die Preise ja immer an. So, links verriegeln. Schließen wir die Türen. Und fahren los. So, 17:44 ist Halt. So, wir bekommen auch direkt PCB. 45 dürfen wir maximal. Aber haben sie natürlich verstanden. Die SIFA gedrückt hier auch mit Q. So wie bei dem Add-on von Train Simulator vom Dovetail Games aus Virtual Railroads. Da müssen wir ja auch die Q-Taste drücken. Jetzt haben wir freie Fahrt und fahren dann mal zu unserem ersten Bahnhof. Ja, ihr habt euch das gewünscht. Wie gesagt, ich werde es natürlich versuchen umzusetzen. Wird natürlich eine Weile dauern, bis ich es voll und ganz verstanden habe, das mit der PCB. Ich bin aber guter Zuversicht. Das Ändern übrigens hatten wir noch gar nicht gehabt. Meiner Meinung nach haben wir uns ja nur die Ruhr-Sieg-Bahn angeschaut. Aber die Main-Spessart-Bahn glaube ich noch nicht. Auch für mich, wie gesagt, heute mal ein Highlight, mein Addon zu sehen, was ich so noch nicht kenne. Zwar gekauft, aber nie getestet. Ja, das ist natürlich auch schön. Ist natürlich auch schön. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt eben gerade den Train-Simulator von Dovetail Games aufgenommen. Ich weiß nicht, also ich finde den Train-Sim World einen Ticken geiler. Der hat irgendwie was. Der hat so einen ganz besonderen Charme.
weiß ich nicht, die Optik, die Performance, halt dieses Ganze drumherum, das sieht irgendwie alles so edel aus, wie sich der Zug so neigt und alles sowas, ja, das ist schon alles echt großartig. Hatten ja jetzt vor kurzem die Leitstellenfahrt gehabt in Omsi, wo wir uns natürlich mal so ein bisschen unterhalten hatten. Oh, das war jetzt schon fast knapp mit der SIFA. Hatten wir uns natürlich über die Leitstellenfahrt ein bisschen über den Transom World unterhalten, dass viele noch nicht so dran jetzt, ja, also schon glauben, aber die warten dann noch mit dem Kauf, weil es noch relativ wenig Strecken gibt. Zu Recht, so deutsche Strecken, ich glaube insgesamt sind es 3 an der Zahl, oder sind es schon 4? Ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ist schon überschaubar, aber ich sag mir mal so, der Transimulator hat ja auch irgendwie mal angefangen, ne? Und so wird es wahrscheinlich auch bei dem Transim World sein. Und von daher, eigentlich bin ich jetzt schon mit vorne dabei, wo ich dann sage so, okay, ich hole mir jetzt gleich von Anfang an schon sämtliche DLCs, die es gibt, kann man nie was falsch machen. Weil jetzt zum Beispiel merke ich das halt, dass ich jetzt, also ich meine, von Strecken habe ich jetzt alle von vom Dovetail Games, also vom normalen Train-Simulator. Aber so die Züge fehlen mir halt noch. Also ich besitze noch nicht alle deutschen Züge. Die will ich jetzt so nach und nach holen. Aber wenn man sich das Ganze jetzt nochmal hochrechnet, ich glaube, bin ich nochmal locker. Locker nochmal bei 100 Euro, um mir die ganzen Loks zu kaufen. Ja, das ist nochmal. Ja, das ist nochmal eine gute Summe, die man da nochmal investieren kann. Und das will ich gleich jetzt bei Transom World vermeiden, weil, wie gesagt, also ich selbst finde ihn ziemlich klasse. Schon alleine dieses freie Bewegen und ja, jetzt mal das Experiment mit PCB, SIFA und Co., aber das ist halt genau das gleiche wie halt auch in Train Simulator. Verhält sich jetzt nicht anders. Außer natürlich, dass ich das hier halt schön optisch halt auch einschalten kann, nicht einfach nur über so einen Tastenbefehl. Ja. Ich glaube, bei den Add-ons von Virtual Railroads funktioniert das, glaube ich, auch ohne, ne? Da kannst du es auch optisch halt einstellen, statt nur mit Tastenkürze. Aber da bin ich mir gar nicht mal so 100% gerade sicher. So, wir bekommen eine Belohnung. Ich mach's mal ein bisschen ab hier. Nicht, dass wir hier zu schnell werden. Natürlich die SIFA nie vergessen. Und vielleicht dürfen wir auch 150. Schön. Ja. Schauen wir uns das ändern also auch mal an. Endlich. So, schon ein Bild gemacht. Die ganze Aufgabe dauert irgendwas so rund 40 Minuten. Ich merke gerade, wir geben gar keinen Schub. So, erreichen wir dann unseren Bahnhof dann auch nie pünktlich? Ja, ja. Jetzt nochmal ein bisschen Schub. 17.44 Uhr. Uiuiui, jetzt wird aber ganz schön knapp jetzt. Haben wir jetzt wohl zu viel gequatscht oder sowas? Oder ich eher?
den Bahnhof jetzt eventuell nicht pünktlich erreichen. Schade. Also gleich mal wieder mit Verspätung hier in Transom World. Das läuft ja. Oder auch nicht. Also, dass wir jetzt so doch relativ schnell jetzt in den Bahnhof eingefahren sind. Hat's doch geklappt. So, rechts entriegeln. So, ha, ja, perfekt. So, sind wir ja noch pünktlich hier angekommen in Lohr. So muss das sein. So muss das sein. Alles einsteigen bitte. Achso, ich habe was vergessen. Ja, genau. So, nicht einsteigen. Nee. Nach Aschaffenburg. So, passt das. Jetzt wird uns das nämlich hier vorne auch angezeigt. Ja. So. Haben wir das auch. Wissen die Leute ja nicht, wo wir hinfahren, ne? Das ist natürlich dann auch wieder wunderschön. So, und jetzt bitte Schub. Heigenbrücken in 16 Kilometer. Gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich ein bisschen auf Spannung. Es soll natürlich alles klappen und dass wir hier nicht eine Zwangsbremsung nach der anderen bekommen. Das wäre mir schon sehr, sehr... Mir persönlich halt wäre es sehr angenehm, wenn wir das hinbekommen. Damit es nachher nicht heißt, so der Bier kann aber auch gar nichts. Bin mal auch gespannt, wie Lotus das später so managt. Ob das Ganze da mit PZP und SIFA gibt es ja schon. Also PZP auf jeden Fall, das wäre natürlich traumhaft. Und der LZB, weil Lotus ist ja nicht automatisch nur Straßenbahnsimulation, sondern... Unterstützt das komplette Rails-Modul, also dass wir ja auch Eisenbahn, S-Bahn fahren könnten. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Dementsprechend muss ja auch das Zugsicherheitssystem mit rein, ne, in den Lotus-Simulator. Da bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen. Und zumal auch, wann die ersten Strecken so da kommen, ja? So in der Richtung. Ich meine, aktuell geht die Richtung ja viel gerade auf Straßenbahnen und so in den Lotus-Simulator. Ich meine, aktuell hast du jetzt noch nichts gehört. Ich glaube doch, ein Add-on ist irgendwie bereits irgendwie angekündigt, so halb angekündigt. Das kommt wohl eine Hamburger U-Bahn. Aber ob da jetzt auch denn die Strecke passend dazu kommt, ich glaube, das ist glaube noch nicht so bekannt. Aber auch ich gerne würde ja sowas denn zukünftig mal machen wollen. Also ein bisschen abseits so von Straßenbahn einfach mal so eine S-Bahn-Linie basteln oder sowas. Das wäre ja natürlich schon großartig. Naja, müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Das Ganze ist ja halt noch im Early Access.
Und solange haben wir jetzt halt die Zeit, uns vertraut zu machen mit dem Train Simulator Train Sim World. Susi! Ah, das wird schon alles großartig. Das wird schon alles großartig. Dieses Ticken der Uhr, ja? Du hörst wirklich das Ticken der Uhr. Das ist so ruhig. Kam ja bereits wieder ein neuer DLC für den Transom World raus, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir jetzt mal ein bisschen gespart, denn das ist halt ja kein deutscher Content. Das ist, glaube ich, für die britische Strecke kam jetzt eine neue Lok raus wieder. Auch wieder so ein Preis von 13,90 oder sowas. Ja, so pendeln sich ja die Züge im Allgemeinen ja ein hier in Transom World. Also da kann man natürlich auch gut Geld lassen. Aber aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir das noch verkniffen. Also weiß ich nicht, so hundertprozentig interessieren tut mich das jetzt nicht gerade. Also wenn es so Strecken sind, okay, ja, da lange ich dann meistens immer sofort. So bei Loks, da ist halt immer so ein bisschen, ich dann halt immer noch so überlege. Ich meine, wir haben hier natürlich gute Qualität, ja, das ist wirklich großartige Qualität. Aber ich werde halt auf diese anderen Strecken so gut wie nie fahren. Ja, also so deutscher Content ist natürlich klar, also das ist da fackel ich gar nicht lange. Sobald da irgendwie was kommt oder sowas, dann landet das auch bei Steam sofort im Warenkorb. Ja, und dann wird das auch dann gespielt, let's played, aufgenommen, was ich. Also da bin ich ja schon relativ flink hinterher. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt als nächstes hier in Transom World erwartet. Also ich freue mich ja schon tierisch auf das neue Addon für den Train Simulator, der eventuell dieses Jahr noch kommt. Ich glaube, das Projekt ist aber schon länger halt irgendwie in Entwicklung. Und zwar die Berliner S-Bahn. Da soll irgendwie jetzt ein Addon rauskommen von Train Team Berlin. Kennt man natürlich schon. Wir haben schon einige Addons für den Microsoft Train Simulator gebastelt. Ja, also die Qualität war sehr hochwertig. Da bin ich ja mal gespannt, wann das eventuell kommen soll. Die S25, glaube ich, ist es ja, ne, von Henningsdorf nach Teltow. Ja, yeah, das ist genau meine S-Bahn-Linie. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, wenn das kommt. Natürlich haben wir da die BR481 mit dabei. Kennt man ja schon. Ich hätte mir da den Berliner Toaster eventuell schon schön vorstellen können oder sowas. Ja, das muss man mal alles abwarten. Ich bin mal gespannt sowieso, was so meine Zukunft so rund um Lotus da passiert. Wie gesagt, aktuell bin ich ganz ehrlich, versuche ich ja schon eine Strecke zu bauen, die wie sagt man so schön, schon aus eigenen Objekten rauskommt. Ja, also ich will ja schon eine Strecke bauen, wo ich halt meine eigenen Objekte halt verbaut habe und alles sowas. Da will ich dann schon in der Richtung schon gehen, ja. Aber bis dahin ist natürlich ein weiter Weg, weil Objekte müssen natürlich gebaut werden, ist natürlich keine Leichtigkeit. Aber auch so mit Blender habe ich mich jetzt so langsam angefreundet, dass wir schon miteinander gut harmonieren. Und ja, da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was mich da so als nächstes reizt, so ein S-Bahn-Addon oder sowas basteln für den Lotus-Simulator. Das wäre schon himmlisch, aber dazu muss einfach der Lotus Simulator schon mit einem Fahrplan oder sowas, aber bis das Ding dann irgendwann fertig ist, ich denke mal, wird das auch alles da sein. Also ich denke mal, so die Schwierigkeit wäre es dann halt nicht.
Muss man mal überlegen, ob man da nicht irgendwie sowas zaubert für den Lotus Simulator. Ja. So, 6 Kilometer haben wir noch vor uns. Na komm, noch ein bisschen schneller, bitte. Ein wenig geht noch. Ein wenig geht noch. Dass wir dann schon wieder an 2,5 Kilometer eh wieder runterbremsen müssen. Aber man muss sagen, also dieses Jahr ist gefühlt, kommt da halt schon relativ viel für den Transom World raus. Aktuell ist aber ja, Dovetail Games, die sind die einzigsten irgendwie gefühlt, die jetzt sich hier so an Content basteln. Vielleicht geben sie aktuell ihre Engine nicht raus oder sowas, dass jetzt vielleicht andere da oder ihr Content-Tool-Zeugs da, damit die anderen zum Beispiel auch ein bisschen mitbauen dürfen. Was schon sehr schade ist. Ich glaube, dementsprechend würden wir doch deutlich mehr sehen. So 90. Oh. Nein, 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 Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. Yippie. WT nicht bestätigt. Ja, das ist zum Beispiel sowas. Ja, da war jetzt zum Beispiel dieses. Habe ich jetzt dieses Schild nicht bestätigt? Und dementsprechend kamst du zu der Zwangsbremsung. Und hat mir jetzt wahrscheinlich V-Überwachung alles rausgeschmissen. Oder war es jetzt wegen der SIFA? Nee, ne? Ne, aktuell hat kein Schub hier. Wir rollen da rückwärts. Aber wir können aber auch nicht vorwärts fahren. Jetzt. Na toll. Na toll.
Ja, ist jetzt natürlich eine gute Frage. Jetzt müsste ich da halt gefühlt mal zurückspulen, um zu gucken, was da jetzt zur Sache war. Ob ich jetzt. Ob es jetzt die SIFA war, die ich jetzt nicht bestätigt habe, aus irgendeinem Grund. Was wahrscheinlich übersehen habe wieder. Oder ob ich hätte das Schild bestätigen müssen. Die 90 jetzt, ne? Das hatte ich nämlich letztes Mal auch beim Transimulator. Aber hier seht ihr auf jeden Fall, dass ich bis hier noch gar nicht gefahren bin. Ja, ärgerlich. Überwachung wieder drin, aber war eigentlich doch beenden, oder? Oder kommt eh der Bahnhof? Und daher passt das. Ja, das muss natürlich passieren. Das ist traumhaft. Dementsprechend kommen wir jetzt mit Verspätung. Nein! Wieso? Nee, aber normalerweise hätte ich das nicht bestätigen müssen. Ich glaube, das war die SIFA gewesen. Weil ich kann mich an den Bahnhof noch erinnern. Also. Da war nichts irgendwie gefühlt mit bestätigen. Ja, Mist, Mist. Mist, Mist, naja. Meine Zwangsbremsung müssen wir hinnehmen. Aber ich wurde nicht aufgepasst. Aber ja. Anwenderfehler. Wo mich das jetzt wirklich brennend interessiert jetzt. Ihr könnt ja jetzt so zurückspulen und könnt ja jetzt so gucken, was jetzt Fail war. Ja, ob es jetzt wirklich die SIFA war, die mich jetzt zum Bremsen jetzt gezwungen hat oder ob ich jetzt hätte wirklich das Schild jetzt bestätigen müssen. Ich weiß, dass manch einer will das und manch einer will das nicht, ja. Und das ist dann halt. So, Aschaffenburg ist nächster Halt, 17 Kilometer. Oh. Finde es halt schade, dass man halt nicht mehr Punkte bekommt, wenn man halt mit unser Fahrsicherheitssystem hier spielt. Das finde ich halt schon ein bisschen schade. Hätte man ja ruhig ein paar mehr Punkte verteilen können oder sowas. Aber bei Zusi ist das so. Bei Zusi, wenn du da halt mit Fahrsicherheit und allem drum und dran spielst, dann kriegst du halt dementsprechend auch eine bessere Bewertung. Joa, aber hier ist es wohl leider nicht der Fall. Obwohl ich hier eigentlich, glaube ich, noch nie irgendwie eine Aufgabe mal mit PZB und so abgeschlossen habe. Deswegen weiß ich gar nicht. Beim Train Simulator auf jeden Fall ist es nicht halt. Du gehst mir irgendwie auf den Senkel mit deinem SIFA hier. Ich habe ja auch diesen einen Zug, den fand ich so mega. Der sagte immer: SIFA, SIFA. Ist nicht nervig. Das hörst du vielleicht ein, zwei Mal gerne und danach denkst du dir auch so: Boah, Alter, wirklich? Gerade sagen. War ja schon wieder fast
Nach Zwangsbremsung aus. Aber nur fast. Aber nur fast. So, nur schon mal lange wieder auf Bremsen. Was geht's ja los hier? Jetzt aber ein bisschen runterbremsen hier. 1A ist zu schwach und 1B ist zu stark, sodass wir immer so ein bisschen mit dem Bremsen hin und her schalten müssen. Das Gefälle bei 1,4%, ja. Das ist natürlich schon Hausnummer. Ist auf jeden Fall aus, ja. So, jetzt haben wir es aber erreicht. 0,1, ja. Natürlich die Zeit wieder aufholen hier. Wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, dass wir jetzt hier noch pünktlich hier ankommen. Ja, auf jeden Fall, das gucke ich mir nochmal an. Wo da jetzt der Fehler war. Hatte ich jetzt gerade ein bisschen schade. Nehmen wir mal, wir wären hier gut durchgekommen. Ich würde halt mal auch mal so ein bisschen interessieren, ob das so in echten Lokfahrern zum Beispiel jetzt so sowas heute wirklich passiert noch, ja. Also jetzt zum Beispiel ein erfahrener Fahrer ist oder sowas. Das würde mich halt mal interessieren.
irgendwie habe ich jetzt gerade gelesen, irgendwie 150 war da irgendwo. Das ist ein bisschen verdeckt. So, 3,6 Kilometer oder 3,4 Kilometer sind wir dann in Aschaffenburg angekommen. Und dann haben wir uns die neue Strecke auch mal angeschaut. Endlich! Ja, also ich muss sagen, also super. Was, schon wieder eine Zwangsbremsung? Oh nein! Warum denn jetzt? Schon wieder irgendwas nicht bestätigt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also dann sind es irgendwie diese Schilder, die ich nicht bestätige. Was anderes kann es ja nicht sein. Was anderes kann es ja gar nicht sein. Mysteriös. Mysteriös. Ach, das 60-Dings, das werde ich nicht. Oh, ernsthaft? Warum sind der jetzt? Mann, es läuft doch gerade jetzt am Ende. Läuft jetzt gerade richtig beschissen. Oh, ernsthaft? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also das war jetzt, ich glaube, das war jetzt die Sifa gewesen, die jetzt wieder Terror gemacht hat. Mann, 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 Mann. Ja, ich hab bestätigt, hier, geh weg. So krieg ich dann das jetzt nicht gelöst hat sich. Das verstehe ich jetzt gerade schon ja nicht. Müssen schnell, kann man trotzdem fahren. Ja, also muss ich wohl. Passen. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt so wirklich Geschwindigkeitsschilder nicht bestätigt habe. Also muss ich darauf jetzt echt achten in Zukunft. Das zweite Mal war jetzt dann ausgelöst gewesen. Also jetzt eben gerade, das war bestimmt die Sifa gewesen, die mich fast zum Bremsen gezwungen hat.
Cookies entriegeln. Ja, na gut, die Fahrt war jetzt nicht so erfolgreich. Muss man nochmal sagen. Gab es einige Fehler, die sehr unschön waren. Zielvorgabe erfüllt. So, auf aus. Mann. So. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf aus. Steigen Sie aus dem Zug, um die Aufgabe abzuschließen. Ihr Lieben, das war es auf jeden Fall. Das war die Folge heute mit Transom World. Haben wir unsere Punkte bekommen jetzt hier. So, sind alle überall angekommen. Jetzt kriegen wir hier noch unsere ja, Level-Ups. So, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit Transom World. Und ja, wie gesagt, wenn euch das eine oder andere aufgefallen sein sollte, was ich jetzt vielleicht jetzt nicht ganz verstanden habe, denn wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, nur so lerne ich halt das Ganze mit der PZB zu verstehen. Ich selbst werde mir natürlich das Video auch nochmal anschauen, werde nochmal gucken, ob ich selbst den Fehler eventuell finde. Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns wieder hier auf ÖPNV-Simulation, würde ich mich sehr freuen. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.